So, Freunde, hinein ins wilde Treiben, ja? Meine Lieben, RimWorld erwartet auch nur die Mutigen, in dem Fall uns. Also, weil wir keine andere Wahl haben. Deswegen machen wir das jetzt so. Ich muss mal gerade ganz kurz schauen, dass ich auch die richtigen Mats mir anzeigen lasse. Das will ich noch. Okay, dann haben wir die Übersicht. Hier wird gerade Wildgetier getragen. Wildgetier getragen. Und jetzt lassen wir ganz kurz die Klima mal umschalten. Ah, ist viel leiser gleich. Viel leiser, viel angenehmer. Da können wir ein bisschen, mit Emotionen reden, weißt du? So ein bisschen, ja, so ein bisschen eindringlicher. Wer grunzt denn hier rum? Was soll das denn? So, herzlich willkommen zu RimWorld, meine Lieben. Wir machen heute einen ganz, ganz schicken Run. Ich glaube, das wird richtig angenehm, entspannt und schön werden, wenn uns keiner mehr drauf geht. Hansa-Fan zum Beispiel. Rechter Daumen abgeschlagen. Das geht ja noch, ne? Da hat man schon schlimmere Sachen erlebt. Weil Lunge aus dem Gefangenen rein in meinen Körper. Ja, man muss manchmal, weißt du, man muss manchmal hoffen, dass wir vielleicht auch in die Lage kommen, eine wildeste Forschung anzusetzen. Wir machen ja Maschinenbau aktuell. Das ist eine gute Forschung, um Waffen herzustellen später mal. Wir haben immer noch kaputte Kleidungen. Auch das ist vielleicht wenig gut. Lass uns mal Louis da zum Schlachter schicken. Also nicht Louis, ihr... Zwergenliebhaber vielleicht auch noch. Ihr wisst, wie ich das meine. Koblu, ein wunderschönes Hallöchen. Henno, einfach mal F5 drücken, dann wird er schon. Hi, grüß dich. So, alles gut, genau. So, wir machen ja mal ein bisschen, wie soll ich sagen, Tierverarbeitung. Weil wir haben nämlich fast nichts, also Essen ist bei uns nicht so gut, ne? Ja, hier, Speck trinkt erstmal, Hansa isst erstmal. Also es ist alles wie immer. Es ist wie immer. Aber Speck geht's gut, ne? Speck ist echt total zufrieden. Vielleicht die anderen auch bald. Paul, wie geht's dir? Was ist dein Bedürfnis? Will neurale Überladung. Okay, leichter Entspannungsmangel, leichte Schmerzen. Ja, das war das mit der Lunge, ne? Mhm. Okay. Gut, Plan für heute, Organe. Wir brauchen mehr, wir müssen Organforschung betreiben. Das ist der Plan. Ich glaube, das ist ein guter Plan. Samles, du kannst gleich mal hier weitermachen. Ich glaube, das ist ein guter Plan. Ich habe große Hoffnung in dieses System. Schauen wir mal. Schauen wir mal. Und Bauteile? 71 Bauteile ist ein guter Anfang. Also finde ich nicht schlecht. Mit Bauteilen kommen wir gut zurecht. Wo sind die Frösche zum Sezieren? Ach, wir machen das auch ohne Kenntnisse. Das ist gar kein Problem, ja. Bei uns musst du nicht studieren, um Arzt zu werden. Du musst einfach nur ein Messer halten können. Oder einen Löffel, wahlweise. Je nachdem, was da ist. Hm. So, wenn die Forschung über Körperteile abgeschlossen ist, habe ich eine Lunge selbst, wird nicht mehr gepustet. Achso, ja, naja, gut, wir brauchen Roboter auch noch. Ach, wir brauchen so viel. Hier schaut es auch aus wie Sau. Ekelhaft. Samles, was machst du da gerade? Unfertiger Staubmantel. Oh, Staubmantel ist gut, ne? Dreimal kaputte Kleidung noch. Ja, wir brauchen für einiges noch ein bisschen mehr. Wo ist denn Paul eigentlich gerade? Ach, die pflanzen gerade alles an. Ist ja April. Wir haben ja den Winter beim letzten... Also gestern haben wir den Winter durchgemacht. Das war schon mal ein ganz guter Anfang. Wir können hier... Hier, machen wir Zwergenliebhaber. Dürfen wir hier ein bisschen aufräumen. Louis, du darfst hier natürlich wieder ran. Na, das wird doch schon mal. Beschützen wird schon mal. Das ist eine gute Sache. So, Samles, wie immer. Ja, kriegen wir auf jeden Fall jetzt hier den Staubmantel fertig, das ist gut. Je mehr Klamotten wir haben, desto besser ist es. Ja, das wird repariert, das dauert immer nur ein bisschen bei uns. Na also, wieder neuer Staubmantel, mal gucken, wie lang der da ist. Oder sind Hosen das Problem? Ich weiß gar nicht, was ist denn... was ist bei dir die kaputte Kleidung? Was ist das Problem? Schutzweste ist klar. Und bei dir? Mütze. Die Mützen sind das Problem. Nee, echt jetzt? Ach komm, wir haben...
Die Talsippe hier. Guck mal, wie sie rumlaufen. Es sind aber viele, du. Leco Mio. Das sind gar nicht mal so wenige. Haben wir Leute draußen gerade? Nein, ne? Sind alle in der Base. Ja, gut, ne? Also, wenn die Talsippe, ich hoffe, die kommen von oben. Ja, die werden von oben hier so rüberkommen, denke ich. Dann müssten sie hier direkt in unser Gefechtsfeld laufen. Die greifen noch nicht an. Wir warten noch mal. Wir gucken mal, was da abgeht. Warten vielleicht noch in der Hoffnung, dass Hallo Louis ein bisschen sich regeneriert. Wo ist Louis gerade? Louis! No! Lass ihn mal Pilze konsumieren. Im besten Falle hat er das. Kriegt er das noch hin, bevor jetzt irgendwas Schlimmes passiert? Okay, sie starten ihren Angriff. Louis, es tut mir fett sorry. Wir nehmen dich mal ganz kurz aus dem Gefechtsteam raus. Warte kurz, ich will die mal unten aufstellen, dann kann ich sie neu justieren. Okay, die ersten sind schon da. Sawanski, du gehst hier hin. Speck kommt hier an die Seite. Oh, die sind voll schneller da als unsere Leute. Paul hat einen abgekommen. Oh, Speck hat auch ganz gewaltig abgekommen. Uiuiui, die müssen weg. Hansa. Samles muss auch raus. Los, meine Zwerge, wir sind auf Gold gestoßen. Danube, Dankeschön für 500 Biddies, ey. So, warte mal kurz. Wir müssen mit Sawanski noch mal ganz kurz. Wir fordern Hilfe an. Okay. Okay. Unsere Leute hier dürfen alle erstmal raus aus der Nummer. So. Bloodcat, du fängst den mal ein. So, haben wir hier noch welche zerlegt? Ja, hier. Okay, also der Hilferuf war sehr gut. Xyron, einen wunderschönen guten Abend. Attacke, hau sie in die Flucht. Wir arbeiten dran. Wir müssen jetzt erstmal gucken, wer alles verletzt ist. Wir haben einige Verletzte gerade. Summless. Keine Gefahr. 17 Stunden, 21 Stunden, keine Gefahr. Aber die brauchen trotzdem erstmal Versorgung. So, Sawanski, mach mal Speck gleich klar. Brauner Bison haben wir hier im Angebot. Dann bekehren wir den erstmal. Der wird auch gerade behandelt. Na, Palpanzer kommt ja auch nochmal gerade. Den müssen wir auch noch behandeln. Okay, dann beide werden behandelt. Speck kriegt auch erstmal so ein bisschen Unterstützung. Ja, Paul, wie geht's dir? 19 Stunden. Boah, Schussnarbe, Schuss, Repetiergewehr, rechtes Bein. Wir hatten da schon wieder rumgeballert. Noch einer von den Toren, was? Hab ich da einen übersehen gehabt? Ja, die haben es alle hinter sich, glaube ich. Wundinfektion bei Brauner Bison. Oh no! Da müssen wir sofort unsere Ärzte hinschicken. Sawanski vorne weg. Gleich mal hingehen. Die Wundinfektion ist eine ganz gemeine Geschichte. Gleich zweimal linkes und rechtes Bein. Oh no! Mhm. Haben wir noch Medizin?
17. Nicht mehr so viel. So, Samanski, können wir hier noch was machen? Nee. Wir sind leicht drüber, da wird's. Also wir müssen jetzt schauen, dass die Behandlungen klappen. Dass das funktioniert, das wäre wichtig. Ja. Es lebte noch einer. Nee, da ist niemand mehr draußen. Spielgucker, guten Abend erstmal. Meine Lieben, unser Bison. Mal gucken. Wir sind knapp drüber, aber das ist eine heiße Nummer, die hier läuft gerade. Unsere Leute sind alle soweit versorgt. Ey, Spielgucker, Dankeschön für den 4. Monat. Vielen lieben Dank. Ausrufezeichen, hi in den Chat, meine Lieben. Lass mal ein paar Herzen regnen. Ja. Extreme Schmerzen, ne? Aber es wird besser. Wir sind beim Zwergenliebhaber hier. Der rechte Zeigezeh. Das ist ein bisschen unangenehm, finde ich, oder? Der Zeigezeh? So. Hier gibt's was zu beißen. Die Wundinfektion ist schon auf schwer. Ich weiß nicht, ob wir das schaffen. Dann Uwe, Dankeschön für 300 Biddies, ey. Vielen lieben Dank dir. Ist der jetzt auch behandelt? 12 Stunden, ja. Boah, das geht voll sau schnell hier. Immunität steigt. Puh. Okay. Also, ob wir den durchkriegen, ich kann es euch nicht sagen. Wir sind noch drüber. Aber wenn das zu arg ansteigt, muss da wohl ein Holzstamm hin. Zum Glück ist jeder von uns mittlerweile fit. Wir bauen hier wild an. Weil wir brauchen auch die Medikamente. Wir haben nicht mehr ewig viel. Paul macht hier gerade sauber. Alter Schwede. Paul, kannst du vielleicht innen erst sauber machen, bevor du außen sauber machst? Das wäre ganz herzallerliebst. Hier schaut's aus wie Schwein. Nimmst du erstmal ein Bier. Das ist eine gute Einstellung. Ich befürworte das. Ups, ups. Einen wunderschönen auch dir, Hallöchen. Guten Abend. So, gucken wir mal schnell. Angst und Wut. Das ist natürlich klar. Warum nicht? Wir werden sehen. Freunde, wir werden sehen. Jetzt schauen wir mal gerade. Hungernde Kolonisten? Louis. Samanski baut Heilwurzel an. Samanski ist unser Koch, ne? Der hat das auf 2. Machen wir das mal so. Da müsste Zawanski jetzt eigentlich runtergehen und kochen. Genau, das macht er jetzt primär. Hallo, Louis will eine Styleänderung. Okay, Louis, was willst du? Möchte sein Aussehen ändern, da es nicht mehr zu seinem Glauben passt. Er wird automatisch eine Stylingstation aufsetzen und sein Aussehen ändern, wenn du sein Aussehen anpassen willst. Okay, mach mal. Ich bin mal gespannt, was dabei rauskommt. Wie schaut es mit dem Bison aus? 2 Stunden, da könnte man mal Samanski wieder hinschicken. Bloodcat ist wieder wild am Forschen, das ist wunderschön. Ist schon behandelt, sehr gut. Da aber noch nicht. Da aber doch jetzt. Ey, das schaffen wir. Das kriegen wir hin. Den kriegen wir durch. Ja, die Leute, denen geht's halt überhaupt nicht gut, ne?
Medizinischer Notfall? Bei Bison? Oh, geht auf extrem mittlerweile. Jetzt steigt's halt richtig an. Aber das kriegen wir hin, oder? Yes, immun! Sehr gut. Uff. Ey. Da kriege ich schon so ein bisschen Angst, ne? So ein bisschen Angst bei sowas. Das sind so heiße Nummern, die da laufen. Kammer von Trey, ja, okay. Warum ist ein Samless eigentlich Alkoholiker? Was ist mit ihm? So, ach, wegen der Scheidung immer noch das Problem. Louis, was ist bei dir? Unansehnliche Umgebung. Ja, das ist natürlich schlecht, ne? So, machen wir das mal so, dann geht das relativ flott hier alles. Schaut schon echt schlimm aus bei uns. Na, jetzt gibt's wieder was zu beißen, ne? Wo ist Savansky gerade? Ach, quatscht hier mit ihm ja. Von 1-4 auf 1-1, na, dann haben wir auch bald, ne? Ah, ist ja wunderschön. Ich würde sagen, wir machen heute mal gleich zur Feier des Tages, bevor das jetzt hier wild losgeht, machen wir heute mal eine Queue auf, ja? Oder beziehungsweise ein Giveaway, ihr wisst ja, wie es ist, ja? Kommt sofort. Jetzt könnt ihr euch Tickets organisieren, um hier in der Kolonie einen Namen für euren Lieblingskolonisten zu bekommen. Das wird wunderschön, ich weiß es genau. Wer noch nicht dabei ist, kann sich also jetzt seinen Namen sichern. Alter Schwede, hier schaut's aus. So. Weil wir kriegen ja hier demnächst zwei, da bin ich mir ziemlich sicher. Paul hat Bedürfnis. Kein künstliches Körperteil. Na, da arbeiten wir dran. Also das mit dem künstlichen Körperteil. Bloodcat ist da schwerst am Forschen, sehe ich da. Wie ist denn das eigentlich? Wir brauchen ja neue Hosen, habe ich gesehen. Stellen wir mal 15 Hosen her. Und 15 Shirts. Der Rest kommt von alleine. So, jetzt gibt es auch wieder richtiges Essen. Paul macht hier innen drin mittlerweile den Aufräumerich. Das ist sau wichtig. Für die Hygiene und so. Kann man auch zum Putzroboter werden? Ich glaube, das geht nicht. Aber eher aus technischen Gründen nicht. Wird hier gemacht. Unfertiger Helm aus Stahl. Das ist sehr gut, dass wir jetzt langsam aufrüsten. Paul gibt hier echt alles, aber da könnte so zwei, drei Putzroboter könnte der gut verkraften, ne? Zur Unterstützung. Das klappt schon mal ganz gut. Hier werden auch die ersten Stahlhelme fertig. Okay. Markus, grüß dich, hi. Hallo, einen wunderschönen guten Abend. Brauner Bison ist vollständig geheilt. Okay, das hat gut geklappt. Das ging jetzt aber auch relativ schnell, ne? So, haben wir noch was zu essen? Nee, ne? Doch, 20 Essen haben wir noch auf Lager. Ja, ein bisschen Entspannung brauchen sie alle. Haben wir das zweite Tier nicht zugewiesen? Doch, ne? Ach so, das haben wir ein bisschen zu weit zugewiesen. Das müssen wir ein bisschen kleiner machen jetzt.
machen wir so ein bisschen kleiner. Und hier in den Vorraum der Kirche dürfen die auch nicht rein. Hier schon. Und hier dürfen sie eigentlich auch rein, oder? Was soll das? Dann könnt ihr nämlich auch andere Sachen tragen. Das ist gut. Herr Claudius, das ist eigentlich Savansky. Der Job hat eigentlich Savansky. Oh, ja, ich glaube, den können wir jetzt gleich, unser neues Zugang nehmen, den violetten Kondor. Ich denke mal, wer noch Tickets braucht, sollte sich jetzt Tickets organisieren. Das wird nicht allzu lange dauern. Paul geht hier überall durch, ey. Wahnsinn. Bräuchte man so einen richtig krassen, einen richtig krassen Forschungstyp. Wo ist eigentlich Hansa? Ach, der glättet immer noch wie ein Weltmeister. Louis hat sich auch mittlerweile neu designt. Eine Vorratskapsel, schön. Hühnerei! Chicken! It's all about the chicken! Ja, mittlerweile geht's also. Das sind nicht alle happy, aber es ist zumindest okay. 10 Zwergtaler, Schurke. 10 Stück. Ausrufezeichen ZT, dann kannst du rausfinden, wie viele du hast. Und du kannst, ich glaube, 50 oder 100 mittlerweile nehmen. So, Prothetix. Wir brauchen Ersatzorgane und dafür brauchen wir Hightech-Labortisch. Aber wir können schon mal die neuen Prothesen machen. Das würde helfen. Na, Paul kriegt das mittlerweile richtig gut hin, ne? Es ist noch nicht perfekt, aber es ist schon deutlich besser, als es früher noch war. Bloodkit forscht weiter. Im Übrigen den Hightech-Labortisch, da hatten wir ja hier hinten den Plan. Lass uns mal ganz kurz gucken, den können wir doch jetzt bauen, oder? Wir bauen gleich 2, damit wir Parallelforschungen machen können. Ich weiß, das ist jetzt vielleicht ein Ticken übertrieben, aber... Ich finde das jetzt völlig legitim, das so zu machen. So, und dann machen wir hier noch eine Kopie rein von dieser Lampe. Damit es ein bisschen heller wird. Und dann können wir nämlich den hier abreißen, wenn der neue dann gebaut worden ist. Setzt allerdings voraus, dass wir jetzt noch ein bisschen Metalle finden, Freunde der Sonne. Heißt, wir müssen mal wieder auf die Jagd gehen. Neuer Rekrut! Violetter Kondor, meine Lieben. Der wird sich jetzt erstmal ausrüsten. So, dann kriegt er jetzt erstmal neue Einstellungen. Also er kriegt jetzt erstmal unseren Standardplan, er darf alles immer machen. Und dann kriegt er jetzt erstmal neue Arbeit zugewiesen. So, Tierpflege muss er nicht machen. Er muss jetzt erstmal alles gar nicht machen. Aber der war ziemlich cool eigentlich drauf. Den könnte man mal brauchen. Also, er ist ein guter Schmied. Dann kriegt er das auf 3. Er ist auch ein guter Schneider auf 3. Und er ist auch ein guter Handwerker auch auf 3. Der darf alle 3 Tätigkeiten jetzt erstmal machen. Waldarbeit und Feldarbeit auf 4. Und Jagen auf 1 selbstverständlich. Er braucht dann noch eine neue Waffe. Und auf 5 dürf er den Transport, auf 6 dürf er den Transport und auf 5 reinigen. Und dann haben wir Violetten Kondor ausgerüstet. Aber der braucht auf jeden Fall noch eine Nahkampfgeschichte. Also Nahfernkampfgeschichte. Home Devil, dankeschön für 5 verschenkte Subs an die Community. 66 schenkt 5 Subs. Vielen lieben Dank dir.
Das ist saulieb, dankeschön. 5 Verschenkte an der Mipa im 15. Monat an Trom. Im 2. Monat Reisegen, im 1. Monat Tom Fox im 1. und Amonju im 1. Vielen lieben Dank. Bedankt euch gerne bei Home Devil für euren geschenkten Sub, meine Lieben. Und dankeschön vielmals dir. Das ist saulieb. So, dann gucken wir uns den erstmal hier an, den Kumpel. Was, also er hat keine Vorerkrankungen, er ist 24 Jahre alt, Mensch. Und jetzt gucken wir mal, wo kommt er her? Er ist ein Feuerhüter gewesen in der Vergangenheit. Im Erwachsenenalter war er ein Weber. Und er schneidet ganz gerne mal. Ja. Könnte eine sehr wichtige Position bei uns werden. Mal gucken. Hat Violetta Condor eigentlich ein Bett mittlerweile? Müssen wir eine der Krankenzimmer umbauen, damit er schlafen kann. So, Freunde. Wer wird gerne zum violetten Kondor werden in seinem zukünftigen Leben? Ich weiß es nicht, aber ihr wisst es. Ja? Holt euch noch die letzten Tickets, meine Lieben, wenn ihr wollt. Jetzt ist die Chance, wenigstens Raffle 1 oder sowas, damit ihr drin seid. Das wäre schon mal nicht schlecht. Ist eine Party gerade im Garten. Savanski schmeißt eine Party. Ey, da gehen auch richtig viele Leute auch hin, ne? Also, schau. Aber Violetta Condor lässt sich davon nicht beirren. Sein Leben ist für einen Stahlhelm. Ja, zumindest will er gerne einen bauen. So, Freunde. Okay. Dann in diesem Sinne. Ich close mal die Entries. Ich hoffe, ihr seid bereit. Seid ihr bereit, ein Violetta Condor zu sein? Trinkt Bier, entspannt sich mit anderen. Wer fühlt sich danach? Wer fühlt sich danach? Raphael! Herzlichen Glückwunsch! Herzlichen Glückwunsch! Wo kann ich dich... Warte mal, kann ich dich hier... Da. Und zwar... Raphael! Herzlich willkommen hier in der Kolonie der Leidenschaft! Und ihr dürft natürlich jederzeit wieder Tickets euch holen. Die alten Tickets bleiben natürlich im Topf erhalten. Nachkaufen geht immer bis Max. Also bis 100 Stück. So, Raphael. Raphael zieht sich aber erstmal um. Ist ein Schrotflintenboy, ja? Der wird schon bei ihm. Haben unsere Tiere eigentlich. Oh, unser Faultier ist schwanger! Jawohl! Das ist ja toll. Android Pots. Wir können ja mal spaßeshalber. Können wir hier mal können wir mal einen hinbauen? Mal gucken, was passiert. Zachary. Vielleicht können wir ihn wieder startklar kriegen. Seit 57 Tagen liegt er darum. Aber auch dafür brauchen wir natürlich erstmal gewaltige Mengen an Metallen, die wir gerade nicht haben. Mach mal immer so ein bisschen Begradigungsarbeiten, wenn ich hier eh schon dran bin. Ja. Wird hier ein bisschen Platz geschaffen. Auch gerade, damit sich hier niemand verstecken kann, im Zweifel. Falls uns jemand hier meint, angreifen zu müssen. Bauen wir mal ein bisschen weg. Gut. Okay, haben wir Metall? 66 Metall sind eingelagert, das ist nicht viel. Trockenes Gewitter ist gefährlich für uns. Raphael kümmert sich echt liebevoll um alles, du. T-Shirts und so weiter. Der hat unsere komplette kaputte Kleidungsproblematik jetzt in den Griff bekommen. Bei dem strahlenden Gesicht. Ja, Faultiere sind mega. Ich freue mich drauf. Ich freue mich da wirklich drauf und... Unser Mutterfaultier hier, ja, ist natürlich auch großartig, muss man sagen. Müssen wir aufpassen, wir müssen das hüten. Schlacke schmelzen haben wir aber eingestellt, ne?
Können wir mal Louis dazu animieren? Nee, jetzt, warte mal. Nee, Raphael können wir doch dafür begeistern, oder? Schlacke einschmelzen, warum nicht? Mach mal eine kleine Lagerzone vielleicht hier hin. Was wird hier gebaut? Ach, der Android-Pod. Zone. Lagerzone. Kritisch. Alles verbieten. Metallschrott. Essen ist da, ne? Ja, Essen ist da. Sogar gar nicht mal schlecht, ey. Try my best to look away, but I can't stop.